Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuschauer im Saal und bei YouTube. Regierungskunst gründet sich auf Vorausschau. Und genau an dieser Fähigkeit, der Fähigkeit zur Vorausschau, fehlte es in der deutschen Verteidigungspolitik seit mindestens 3 Jahrzehnten. Und nun, auf einmal, sind plötzlich alle aufgewacht. Die Regierung rudert wild mit den Armen. Kopflose Hektik macht sich breit. Selbst die Grünen wollen Panzer kaufen. Wo stehen wir also? Russland hat die Ukraine angegriffen und auf europäischem Boden tobt ein Krieg. Und da fällt auf einmal auf, ups, die Bundeswehr ist gar nicht verteidigungsfähig. Meine Damen und Herren, Sie hätten mal auf unsere Kollegen die letzten 4,5 Jahre hören sollen. Unsere Verteidigungspolitiker haben Ihnen das immer wieder gesagt und eine bessere Ausstattung der Bundeswehr angemahnt. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands erneuern müssen mit einer Regierung, die noch kurz vor Beginn des Ukraine-Kriegs die Verteidigungsausgaben sogar senken wollte. Die populistische Ankündigung des 100 Milliarden Euro Sondervermögens für die Bundeswehr durch Kanzler Scholz war offenkundig auch als Drohkulisse gedacht, um die Russen an den Verhandlungstisch mit den Ukrainern zu zwingen. Wirklich gut läuft das leider gerade nicht. Und für die deutsche Verteidigungspolitik ergibt sich aus diesem Politaktionismus jetzt der Zwang, dass man um diese 100 Milliarden Euro Rhetorikgranate auf die Schnelle ein schlüssiges Konzept vorlegen muss. Leichter gesagt als getan. Unsere Fraktion begrüßt die Etaterhöhung für den Einzelplan 14 und wir wären auch bereit, weitere Etaterhöhungen mitzutragen, mit dem wir uns dem 2%-Ziel der NATO annähern. Hier müssen aber auch 2 Dinge gesagt werden. Punkt 1, die NATO muss wieder ein reines Verteidigungsbündnis werden. Zum anderen wird uns eine alleinige Etaterhöhung ohne eine grundlegende Strukturreform und eine Reform des Beschaffungswesens nicht weiterbringen. Denn wir befürchten, dass jetzt im Schnelldurchlauf Gerät angeschafft wird, das eben nicht dem neuesten Stand der Technik und den Anforderungen der Truppe entspricht. Diese Befürchtung teilt auch Christian Mölling, Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, der im Handelsblatt die Erwartung äußerte, dass für teils überholtes Material unnötig viel Geld ausgegeben werden wird. Und dazu passt leider auch ein Statement von Verteidigungsministerin Lambrecht aus dem Handelsblatt. Sie sagte, Zitat, wir warten nicht ab, bis alles bis ins letzte Detail ausgeplant ist. Zitat Ende. Ja, das bezog sich auf das Sofortprogramm für die Grundausstattung der Truppe. Und dass Sie sich da dran halten, das finden wir auch sehr löblich. Aber trotzdem, das Verteidigungsministerium muss sicherstellen, dass Mittel effizient eingesetzt werden und nicht der Verschwendung Tür und Tor geöffnet wird. Die Truppe braucht nämlich noch mehr als Funkgeräte und Unterwäsche. Zum Beispiel auch Kampfjets, was uns direkt zu der von Ihnen geplanten Anschaffung der F-35 führt. Für die Uneingeweihten, die F-35 ist ein Tarnkappen-Mehrzweck-Kampfflugzeug der 5. Generation, gebaut von der amerikanischen Firma Lockheed Martin. Das Spannende an dieser Beschaffung ist, dass die neue Bundesregierung jetzt 35 Stück dieser Flugzeuge bereitstellen will, obwohl die alte Regierung das eigentlich schon 2019 verworfen hatte. Und siehe da, schon fliegt uns ein Artikel in der Welt um die Ohren mit dem schönen Titel Schrottflieger F-35 Pentagon-Papier enthüllt 845 Fehler beim neuen Bundeswehrjet. Wichtigster Kritikpunkt in dem Papier ist die mangelnde Zuverlässigkeit der F-35. So war die für die Bundeswehr geplante F-35A im Jahresdurchschnitt 2020 gerade einmal zu 54% einsatzfähig. Im Vergleich, andere moderne Kampfjets haben eine Einsatzfähigkeit von mindestens 80%. Die F-35 ist offenbar eine Hangarkönigin. Aber es kommt noch besser. Gekauft werden soll diese F-35 für die sogenannte nukleare Teilhabe, zu der wir vertraglich verpflichtet sind. Das bedeutet, dass das Flugzeug im Einzelfall, im Ernstfall, mit dem Freifall Atomwaffen vom Typ B-61 bestückt werden soll. Nun ist es aber so, dass die B-35 aktuell die B-61 gar nicht tragen kann. Der Grund ein Softwarefehler, der wohl schon länger besteht und dessen Behebung auch noch Jahre dauern wird. Selbst die USA haben ihre Bestellung wegen dieser Mängel mittlerweile gekürzt. Und da ergeben sich jetzt ein paar sehr interessante Fragen an Frau Ministerin und an Herrn Scholz. Sie wollen also ein Flugzeug für die nukleare Teilhabe beschaffen, aber die von Ihnen ausgewählte F-35 kann diese nukleare Teilhabe aktuell gar nicht leisten. Ich frage Sie, haben Sie das gewusst? Und wenn Sie es gewusst haben, warum bestellen Sie es dann überhaupt? Oder haben Sie es nicht gewusst? Dann frage ich mich, warum haben Sie es nicht gewusst? Und natürlich ist auch interessant die Frage, hat die alte Regierung das gewusst, das Projekt deswegen eingestellt? Und Ihnen hat es keiner gesagt. Und jetzt stehen wir da und haben die Niete im internationalen Waffenschrottwichteln gezogen. Ganz ehrlich, wir befürchten, dass diese Bundesregierung sich mit den 100 Milliarden Euro Sondervermögen nicht nur auf eine ordnungspolitische Irrfahrt begibt, dass gerade die FDP das mitmacht, ist auch ein Skandal, sondern auch eine nachhaltige Ertüchtigung unserer Streitkräfte mehr Schaden als Nutzen wird. Herr Abgeordneter Espendiller, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der SPD-Fraktion? Gerne als Kurzintervention gleich. Wo war ich jetzt?
So, und bei der von Ihnen geplanten Verankerung dieses Sondervermögens im Grundgesetz, da befürchten wir auch zusätzlich, dass Sie dauerhaft die Schuldenbremse damit aushebeln werden. Na, wir wissen ja, wie es unterm Strich läuft. Ich könnte an dieser Stelle jetzt auch einiges mehr sagen, aber dazu werden wir in den Beratungen ja noch ausführlich Gelegenheit haben. Ich hoffe, dass bis dahin noch mehr Vernunft in die Reihen der Regierung eingekehrt ist und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.